Liebe Mitstreiter, wie zufrieden sind Sie eigentlich mit dem Zustellservice der Post? Ich gebe mal persönliche Beispiele. Ware angeblich an Sie ausgeliefert, obwohl Sie gar nicht zu Hause waren. Oder angeblich wurden Sie nicht angetroffen, obwohl Sie eigens in Erwartung der Lieferung zu Hause geblieben waren. Briefe, die Wochen unterwegs sind oder gar verloren gehen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Und ausgerechnet eine solch unzuverlässige Form der Stimmübermittlung, nämlich bei der nächsten Bundestagswahl, ist offenbar bei der Bundesregierung in Planung, wegen Corona. Wie fühlen Sie sich als Souverän und Wähler damit? Ist das nicht ein schlampiger Umgang mit Ihrer Stimme? Wozu Corona doch nicht alles gut ist. Interessenkonvergenz nennt man so etwas. Und was sagte schon Stalin über Wahlen? Wichtig ist nur, wer und wie man die Stimmen auszählt. Und wenn Stimmen gar nicht erst ankommen, dann ist es natürlich noch besser, wegen des Arbeitsaufwandes. Schon im November 2018 meldete übrigens die Welt, dass in Frankfurt in einigen Bezirken die Stimmen nur geschätzt worden seien. Das war selbstverständlich nur ein Einzelfall und nur in Frankfurt. Dass so etwas auch in anderen Städten und Gemeinden geschehen könnte, ist natürlich reine Verschwörungstheorie. Die soll übrigens auch bald verboten werden. Die Lager für Querdenker rücken näher. Passen Sie deswegen auf sich auf. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann teilen Sie es und besuchen Sie meine Seite.